Heute ist Sonntag und im heutigen Video nehme ich nur eine Betrügerfirma aufs Korn. Ich bin der Callcenter-Crasher. 8 Anrufer hat diese Firma benötigt, um festzustellen, dass sie bei mir an einen Scambaiter geraten sind. Top-Tier ist aus dem Englischen und bedeutet frei übersetzt Spitzengruppe. Und das Wort Kapital ist ja selbsterklärend. Top-Tier Capital will also die Spitzengruppe in Sachen Kapital sein. Eines sind Sie sicher, nämlich die Spitzengruppe, wenn es darum geht, euer Geld verschwinden zu lassen. Einen Anruf hat mir Ziggy überlassen, da er wenig Zeit hatte. Die teilweise langen Wartezeiten habe ich für euch natürlich herausgeschnitten. Und nun viel Spaß mit den Betrügertieren. Nach dem Intro geht's los. Ja, hallo. Jo, hallo. Hallo, einen schönen guten Tag. Spreche ich mit Herrn Richard Siebenmeischer? Siebenmeischer, jo, das bin ich. Kevin Roos am Apparat, Herr. Wie geht es Ihnen erstmal? Alles gut bei Ihnen? Aber sicher. Es freut mich. So, Herr, habe ich Ihnen angerufen, weil jetzt gerade Sie haben eine Anmeldung das gemacht bei uns. Oh, das geht ja fix. Kapital. Das geht ja fix. Das habe ich ja gerade mal vor 10 Sekunden gemacht. Ja, genau. Und daher habe ich Ihnen angerufen jetzt gerade, weil ich muss Ihnen dabei zu helfen, für den aktivieren den Konto. Müssen Sie mir dabei helfen? Kann ich das nicht alleine? Also können Sie nicht alleine, weil erstmal ich muss Ihnen das fragen, mit was wollen Sie das machen, die Konto aktivieren? Vielleicht eine Kreditkarte haben Sie oder Online-Banking? Ja, sowas hätte ich, aber erstmal möchte ich ein bisschen was über Ihre Firma wissen. Also, was wollen Sie das wissen von unserer Firma? Ja, zum Beispiel, wo Sie sitzen. Ich bin in London, Herr. Sie sind in London, gut. Und die Chance ist jetzt auch erstmal, jetzt möchte ich natürlich auch wissen, was kann man bei Ihrer Firma verdienen und mit was kann man handeln? Also, für das kann ich Ihnen das erklären, Herr Richard, weil ich bin nicht der Expert Broker. Herr Siebeneicher, Moment. Bitte. Ja. Herr Siebeneicher, Entschuldigung. Ja. Also, ich bin nicht der Expert Broker. Ich bin hier, Ihnen zu helfen, für die Aktivieren Ihrer Konto. Und für das, für den Aktivieren Ihrer Kontos, muss man erstmal telefonieren lernen. Ich lasse mal weiterlaufen. Ja. Hallo? Ja, bitte, Siebeneicher. Warum legen Sie denn auf? Ich habe nicht das gelegt, bitte schön. Ja, ich auch nicht. Aber das ist vielleicht, die Leitung war weg. Ist kein Problem. Haben Sie so eine schlechte Telefonleitung? Also, nein, bitte. Ja, wieso? Die Leitung bricht doch nicht einfach so ab. Vielleicht, das ist die Leitung war weg, bitte schon. Ja, das sage ich ja, ist eine schlechte Telefonleitung, sage ich doch. Eine gute Telefonleitung. Wenn sie gut wäre, dann würde die Leitung ja nicht abbrechen. Vielleicht haben Sie die Leitung war weg. Nee, habe ich nicht. Vielleicht. Bei mir ist alles gut. Okay, so kann ich Ihnen jetzt erklären? Wie ja, jetzt erklären das? Sie mal. Ja, also Herr Siebeneicher, ich habe Ihnen das gesagt, für den Aktivieren Ihrer Kontos, Sie brauchen einen Mindestbetrag einlegen zu lassen. Und schon wieder ist er weg. Lass dir ganz schnell die Kontonummer geben. Ich melde mich danach auch nochmal an, wenn man hoffentlich oder so. Vielleicht haben wir ihn nochmal. Und jetzt kommt er wieder aus Belgien. Bitte? Ja, hallo? Ja, haben Sie wieder aufgelegt? Ich habe nicht aufgelegt. Haben Sie nicht aufgelegt? Ja, das ist Ihre schlechte Telefonleitung. Nein, bitte, bei uns ist es eine gute Leitung. Offensichtlich gutes nicht, weil ich telefoniere den ganzen Tag ohne Probleme. Nur bei Ihnen ist die Verbindung schlecht. Dann kann es ja nicht an meiner Telefonleitung liegen. Oder vielleicht kann sein. Also, Herr.
Ich kann Ihnen das erklären. So. Ja, dann erklären Sie mal. Ja, für den aktivierenden Konto, bitteschön. Sie wollen ein kleines Kapital einlegen zu lassen. Und die Mindestanz, das ist 250 Euro. Und diese. Mein Gott. Das wird echt anstrengend. Das wird anstrengend. Ich lasse weiterlaufen. Ja. Na, jetzt hat er Angst. Ja, jetzt höre ich Ihnen. Mit wem Perfekt. möchten Sie sprechen? Spreche ich mit Andy Klötenkrauler. An die Klöten kraulen. Ja, das bin ich. Okay. Jetzt gerade, Sie sind angemeldet an Top Tier Kapital, Herr, unsere Plattform. Ich wollte wissen, wie sind Sie an unsere Plattform gekommen? Ja. Hallo. Ja, ich bin hier, ich höre Ihnen. Ja, können Sie nochmal wiederholen, bitte? Ja, ich bin der Ansprechpartner von Top Tier Kapital, Mhm. wo Sie eine Anmeldung gerade gemacht haben. Das war Herr Klötenkraulen war das, ne? Ja. Ja, dann rufe ich den mal. Kleinen Moment. Andi? Andi? Ja, was ist denn? Telefon für dich. Sie will mit Herrn Andi Klötenkraulen sprechen. Nimmst du mal bitte? Ja, gib mal das Telefon. Bitte. Hallo? Robert Martin am Apparat, Herr. Bitte? Robert Martin, mein Name. Sie sind Jo. bei uns angemeldet, gerade beim Top Tier Kapital. Jo. Und du? Ich wollte wissen, wie sind Sie an die Plattform angekommen oder wie kann ich Ihnen helfen? Ich bin der Ansprechpartner von dem Unternehmen, Herr. Ja, wie ich was übers Internet? Herr Klötenkabel, hören Sie mich? Ja, wenn Sie was sagen, dann höre ich auch was. Perfekt. Ich wiederhole, ich bin ein Ansprechpartner von dem Unternehmen, wo Sie gerade angemeldet sind. Und ich wollte wissen zuerst, wie sind Sie an die Unternehmen angekommen? Weil Das habe ich. normalerweise unsere Kunden kommen über Werbungskampagnen. Das habe ich Ihnen doch gerade schon beantwortet. So, Herr, Sie haben Interesse, in ein Handelskonto bei uns zu haben? Ja. Super. Erfahrung in Online-Handeln haben Sie? Ja. Perfekt. So, Sie brauchen keine Beratung in der Kontoeröffnung und der Kontoaktivierung dann. Richtig. Perfekt. Haben Sie die Plattform verstanden? Haben Sie alle Optionen schon gesehen? Jo, Eine ich habe aber nur. Kontoeinladung, Ja, gut, aber erstmal, bevor ich irgendwas mache, möchte ich natürlich ein bisschen was Informationen haben, ne? eine Kontoüberprüfung. Okay, Herr. Dann, ich störe Ihnen nicht mehr, wenn Sie Hilfe Ja, brauchen dann oder geben Sie ob mir Sie doch die was brauchen. Informationen. Wollen Sie mir keine Informationen geben? Also, Sie haben mir schon gesagt, dass Sie denn Erfahrung haben. So brauchen Sie keine, glaube ich, oder? Ja, Sie glauben. Gut, also Sie sind, wo ist der Sitz dieser Firma? Das steht auf Ihrer Großbritannien. Web. Ja, gut, okay. Gut, und Sie sind ein Finanzdienstleister, richtig? Ja. Genau, wo sind Sie reguliert? Auf FCA, Financial Conduct Authority. Ganz Okay, dort dann. schauen, Top Tier Kapital. Es kommt schon. Ja, dann geben Sie mir mal die Referenznummer. Also, Herr, ich habe Ihnen Ich möchte gerne gesagt. die ID von der FCA wissen oder die Kundenreferenznummer. Aha. Hast du nicht, ne? Nein, ich höre Ihnen schon gut. Ja, und? Was ist Soll nun mit der ich Nummer?
Hast du keine Nummer? Soll ich Ihnen das besser senden? Nein, du sollst es sagen. Ich soll es einfach sagen. Ja, genau. Super, werde ich schon. Ja, dann 8, mal los. 4. 8, 4. Ja, ich lache auch schon. 8, 4 und weiter? 8, Hallo, hören Sie mich? Ja, und 8, 4 und weiter? 3, 5, 9, 2. 3, 5, 9, 2. Ah ja, 8, 4, 3, 5, 9, 2. Mhm. So. Und Ihre Firma ist Top Tier Capital. Gut, okay. Dann schauen wir doch mal. Und Ihre Trading-Webseite, wie heißt die? Top Tier Capital. Das ist die Webseite. Die Unternehmen ist auf Top Tier Capital Partners. Ja, das ist ja was anderes. Das ist einfach die Webseite. Nee, das ist ja was anderes. Top Tier Capital Partners ist ja was anderes als Top Tier Capital. Da fehlt ja das Wort Partners. Ja. Ja. Das ist also nicht deine Lizenz. So. So. Meine Lizenz ist nicht, sondern die Unternehmenslizenz ist es schon. Ja, na, aber nicht von deinem Unternehmen, wo du arbeitest. Glaubst du nicht? Das weiß ich. Okay, verstehe ich. Super. So, Herr, dort haben Sie alle die Informationen, die Sie brauchen. Die ja, habe ich schon gefunden, genau. Ich habe schon gefunden, dass du ein Betrüger bist. Genau. Weiß ich schon. Super, das ist schon gut. Ja, genau. Ob Sie was brauchen, Sie haben unsere Support, Sie haben den Nummer. Nee, bei Betrügern brauche ich nichts. Bei Betrügern kaufe ich nichts. Herr, wieso sind Sie an diese Konklusion gekommen? An diese was bin ich gekommen? Konklusion. An diese Konklusion. Dann erklären Sie mir mal das Wort Konklusion. Herr, da hapert schon. Ich glaube, Sie haben mir schon verstanden. Nee, ich habe nicht verstanden. Was ist eine Konklusion? Dann, ich habe keine Zeit, mit Ihnen zu verstanden. Wenn Sie das nicht verstanden haben. Der dumme Betrüger, bist selbst zu dumm, sich selber zu erklären. Ja, hallo? Ja, hallo, einen schönen guten Tag. Spreche ich mit Herrn Richard. Sie bin Neischer? Ja. Kevin Rose am Apparat, Herr. Wie geht es Ihnen erstmal? Alles gut bei Ihnen? Ja, rufen Sie an, um mich zu fragen, wie es mir geht? Es freut mich. So, Herr Richard, habe ich Ihnen angerufen? Nee. Siebeneicher ist mein Name. Ihr Name ist Richard? Siebeneicher. Siebeneicher, ja? Ja. Ja, und so Herr Richard, Siebeneicher. Herr Siebeneicher, genau. Nicht Herr Richard, Herr Siebeneicher. Entschuldigung, bitte schon. Herr Siebeneicher, habe ich Ihnen angerufen, weil Sie haben mit 5 eine Anmeldung das gemacht beim Top Gear Capital. Stimmt das, ja? Mit 5? Nee. In dem mit Alter habe ich noch keinen Computer besessen. Von 2 Tagen. Sie haben eine Anmeldung das gemacht beim Top Tier Capital. Weiß ich nicht. Sie haben das schon, weil Sie haben Ihre Sie Daten... Sie müssen nicht so schreien. Müssen Sie was, das machen? Sie müssen nicht so schreien. Ihr Mikrofon übersteuert. Jetzt ist gut. Ja, wenn Sie was sagen. Okay. Ja, so, ich habe Ihnen das gesagt, mit 5 diesem Monat von 2 Tagen, Sie haben eine Anmeldung, dass... Mit 5 heißt am 5., nicht mit 5, mit 5 heißt mit 5 Jahren. Nicht 5 Jahren, bitte. Schreien Sie nicht so, schreien Sie nicht so. Sie wollen das spielen, oder Sie was? Sie sind der Sprache gar nicht mächtig, Sie erzählen Blödsinn. Jo. Hallo, einen wunderschönen guten Tag, Herr Siebeneicher. Jo. Arthur Wiesebach, grüße Sie. Jo. Ich melde mich vom Top Tier Capital, Herr Siebeneicher.
Es geht beziehungsweise um eine Anmeldung, die Sie gemacht haben. Ja? Es geht beziehungsweise? Genau. Es geht um eine Anmeldung, die Sie gemacht haben. Also Sie haben sich interessiert für Online-Handel. Mhm. Und? Genau. Ich bin ja hier, um Ihnen den Weg zu zeigen für die Kontoaktivierung. Mhm. Na, dann zeigen Sie mal. So, haben Sie einen PC vor sich? Ich habe einen PC. Soll ich den anschalten? Genau. Ja. Erzählen Sie doch mal ein bisschen was über Ihre Firma, während mein PC hochfährt. Also ich bin ja hier nur, um Ihnen halt den Weg zu zeigen für die Kontoaktivierung. Sobald Sie die Konto aktiviert haben, werden Sie sofort einen Termin bekommen mit einem Finanzberater, der Ihnen dann auch weiter alles erklären wird. Ja, ja, nee, ich möchte erstmal ein bisschen was über Ihre Firma wissen. Über unsere Firma? Ja, genau. Das ist ja halt ein Onlinehandel. Ja. Genau, Sie können halt online handeln, Geld investieren, um Profite zu erreichen, um Geld zu verdienen. Und mehr können Sie über Ihre Firma nicht sagen? Nochmal bitte. Ja, vielleicht sollten Sie einfach mal zuhören. Mehr können Sie über Ihre Firma nicht sagen? Mehr, das werden Sie alles von den Finanzberatern bekommen. Ich bin ja zuständig. Ja. Ja, das ist mir klar, wozu Sie zuständig sind. Aber ich möchte, bevor ich irgendwas was einzahle, möchte ich etwas über Ihre Firma wissen. Über unsere Firma wissen? Ja, genau, das sagte ich gerade. Ja, ich hab's doch gerade gesagt. Nee, ich Sie haben über Ihre gesagt. Firma noch nichts gesagt. Ich hab's gerade gesagt, sobald Sie die Konto aktiviert Nein, haben, wenn Sie die Termin bekommen mit unserem Finanzberater. Ich habe Ihnen gesagt, bevor ich irgendetwas mache, möchte ich über Ihre Firma etwas wissen. Ich verstehe. Sie sind ja ein bisschen skeptisch. Das ist ja gar kein Problem. Ja, dann erzählen Sie mal was über Ihre Firma. Über unsere Firma. Sie wissen ja, das ist ein Onlinehandel. Ja. Und wo genau, ist der Sitz dieser Firma? Nochmal bitte. Ja, vielleicht sollten Sie nicht so wie reden, auch mal zuhören. Wo ist der rechtliche Sitz dieser Firma? Dass Sie Geld verdienen werden. Sie verstehen gar nicht Deutsch, oder? Ich habe dann beantworten Sie bitte meine Frage. Ja. Ja, beantworten Sie die Frage, die ich gerade gestellt habe. Ja, ich habe doch gerade gesagt, sobald Sie die Konto aktiviert haben, werden Sie den Termin bekommen. Sie haben mich, glaube ich, nicht verstanden. Es geht ja hier. Sie haben mich immer noch nicht verstanden. Ich sagte, bevor ich irgendwelches Geld einzahle oder irgendwelche Summen oder Konten aktiviere, möchte ich etwas über Ihre Firma wissen. Vorher. Dann werden Sie alles mitbekommen. Unser Finanzberater wird Ihnen das alles erklären. Ja, das ist ja gar kein Problem. Dann verbinden Sie mich mit dem Finanzberater. Nochmal bitte. Ja, Sie verstehen so gut. Sie wollen mit dem Finanzberater reden. Richtig. Okay, aber ich habe es Ihnen gesagt, sobald wir die Konto aktivieren... Und ich habe Ihnen gesagt, ich muss erst wissen, alles über Ihre Firma, bevor ich irgendwo ein Konto aktiviere. Haben Sie das jetzt verstanden? Ja. Gut. Aber Sie können auch selber dann entscheiden, wenn Ihnen das nicht gefällt. Das ist mir egal, ich möchte erst was über Ihre Firma wissen. Und dann entscheide ich, ob ich mit Ihnen handle. Okay, einen kleinen Moment bitte, ja? Ja. Ja, einen wunderschönen guten Tag. Können Sie mich hören, Herr Siebeneicher? Ja. Schön, Sie am Apparat zu haben. Alexander Christoph Simon, mein Name, vom Finanzabteilung. Ja, so. Sie sind der Finanzberater. Genau, richtig, ja. Gut, dann können Sie mir mal ein paar Fragen beantworten. Ja, richtig, können Sie ruhig fragen. Gut, okay. Wo ist der Sitz Ihrer Firma? Der Sitz? Richtig. Ist einmal in Frankfurt und auch einmal in London. Frankfurter Börse kennen Sie Ich präzisiere meine Anfrage. Wo ist der rechtliche Sitz Ihrer Firma? In London. In London, okay. Ja. Gut, Ihre Firma, wie lange ist Ihre Firma mit Ihrer Webseite am Markt? Unsere Firma ist seit 2015. Mhm. Im Juli 2015, ja, genau richtig. Mhm. Ja. Gut, und Sie sind eine regulierte Firma. Von wem sind Sie reguliert?
Ja, aber selbstverständlich sind wir da reguliert. Ja, bei der FCA, FCA können Sie ruhig auch unsere Firmenname da eingeben. Aber das glaube ich Ihnen jetzt schon mal nicht, weil Sie haben mich gerade schon angelogen. Wieso? Ja, Ihre Firmenwebseite ist 35 Tage alt. Sie sind ein Lügner. Nee, das kann... Doch, ist so. Nein, das kann nicht sein. Das kann unsere Firma... So. Für unsere Firma gefragt, Ich habe gefragt nach Ihrer Firmenwebseite, mit der Sie jetzt werben. toptiercapital.org. Die ist 35 Tage alt. Ja, aber Sie haben unsere das Firma. Hab ich genau, haben das habe ich genau das habe ich gefragt. Das genau habe ich gefragt. Ja, genau, richtig. Denn unsere Firma ist ja auch seit 2015 am Markt. Das habe ich nicht gefragt. Richtig. Ich habe Sie gefragt, seit wann Sie mit Ihrer Webseite am Markt sind. Das habe ich gefragt. Okay, das tut mir leid, dann war das eine Missverständnis. Ich habe das dann halt falsch verstanden. Ja, das kann ich mir vorstellen. Gut, okay. Und das habe ich tatsächlich falsch verstanden. Ich habe gedacht, Sie haben gefragt, seit wann wir auf dem Markt sind. Natürlich. Sie haben das falsch verstanden. Gut, und Sie sind eine regulierte Firma. Sie sagten bei der FCA? Genau, FCA. Bei der FCA können Sie auch ruhig unsere Firmenname da eingeben, da sind wir auch reguliert. Das machen wir doch ganz einfach. Sie geben mir einfach mal Registrationsnummer, die ID bei der FCA. Da können Sie einfach unseren Namen bei der FCA eingeben. Ich möchte gerne Ihre Firmen-ID wissen. Nicht, dass Sie wieder falsch verstehen. Dürfen wir das mal umdrehen, bitte, mit den Fragen? Nee, erstmal nicht. Ja, aber ich würde das gerne mal umdrehen, weil das ist mir relativ egal. Das ist Ihnen relativ egal. Richtig. Ja, Sie haben aber bei uns eine. Was stottern Sie denn so? Nee, ich stotter mich nicht, aber Sie haben bei uns hier sich. So, was ist jetzt mit der Lizenz? Ja, da haben Sie doch bei der FCA, können Sie ja ruhig dann sagen Sie mir die ID. Sagen Sie mir die ID, nicht, dass Sie das wieder falsch verstehen. Geben Sie doch einfach unseren Namen ein. Nein, ich möchte gerne die ID von Ihnen wissen. Sie haben offensichtlich keine ID. Sie haben offensichtlich natürlich keine haben Lizenz. Wir das. Ja, dann können natürlich Sie die, haben wir das. Dann können Sie sie doch nennen. Haben Sie da einen PC? Ja, natürlich, klar. Ja, dann geben Sie da ein bei der FCA, Hauptseite. Ja. Ja, geben Sie da ein. Ja. Jetzt müssen Sie die Zahlen nennen. Was für Zahlen? Sie können da auch einfach unseren Namen ich da eingeben. Sie verstehen, glaube ich, meiner Sprache nicht. Ich möchte ich die... Ich verstehe Ihre Sprache. Ja, ich Sie, glaube, Sie, verstehen mich nicht. Sie müssen mich nicht dauernd unterbrechen. Ich möchte gerne die Registrierungs-ID von Ihrer Firma wissen. Das sind 6 Zahlen. Haben Sie keine Zahlen, haben Sie keine ID. So einfach ist es. Also... Ich warte. So, können Sie mich jetzt hören? Ja, ich warte immer noch. So, wollen Sie Informationen oder wollen Sie investieren? Weil das verstehe ich jetzt nicht. Wofür sind Sie denn hier? Bevor ich investiere, möchte ich Ihre ID wissen. Vorher werde ich nicht investieren. Können Sie einfach das Konto aktivieren? Also ich meine, woran liegt das Problem? Ich möchte gerne, bevor ich irgendetwas... Ich lasse mich doch nicht verarschen hier. Du verarschst doch die Leute, dummer Betrüger. Nein, ich verarsch doch niemanden. Du verarschst doch die Leute. Du hast keine Lizenz. Du hast keine Lizenz. Du bist ein Betrüger. Natürlich habe ich Lizenz. Wir machen hier tägliche Auszahlungen. Ja, gut, und dann sag mir die Lizenznummer. Ja, aber sind Sie hier, um eine Investition zu starten, oder was wollen Sie denn hier machen? Was denn los? Sag mir doch die Lizenz. Okay, wo sind Sie geboren? Wo sind Sie denn geboren? Das geht dich doch in Scheißdreck an. Ja, natürlich geht mich das an. Du bist ein Betrüger. Ich bin ein Betrüger. Ja, du kannst das Gegenteil gerne beweisen, indem du mir die Lizenznummer nennst. Ich warte. Ja, schon am Ende? Findest du gerade die ID nicht? Och. Nicht, dass du gleich noch anfängst zu weinen. Na, kleiner Betrüger, schon am Ende. So, können Sie mich jetzt hören? Ja, natürlich. Sehr gut. Wollen Sie die Kontoaktivierung, Janne? Ich möchte die Lizenznummer, falls Sie es immer noch nicht verstanden haben.
Hier geht es ja nicht um Lizenznummer. Doch, hier geht es um die Lizenzzahlung. Genau darum geht es. Es geht nur um die Lizenznummer. Nein, es geht nicht darum. Du hast keine Lizenz, du bist ein Betrüger. Richtig. Nein, du willst Geld von mir haben, ohne mir die Lizenznummer zu geben. Ich höre dir nicht gerne zu. Du bist ein Betrüger. Weiß ich schon. Okay, zeigen Sie mir. Können Sie mir das zeigen? Was soll ich dir zeigen? Ja, dass ich Betrüger bin. Woher wissen Sie, dass ich Betrüger bin? Du kannst das Gegenteil beweisen. Sag mir deine Lizenznummer. Hast du nicht? Kannst du nicht beweisen. Also bist du ein Betrüger. Also hier geht es ja, dass ich wenigstens... Hier geht es ja, dass ich... Ja. Red doch erstmal vernünftig. Wenn ich jetzt die 250 Euro nehme, ja, soll ich jetzt das genau, sagen. Das wollt ihr immer. 250 Euro klauen, genau, das wollt ihr. 250 oder 500 oder 1000 bestenfalls. Nein, hier geht es ja um doch, die 250 darum Euro geht es euch. Kleine, dumme Betrüger. Ein Konto, bei dem man nichts verdient. Man kann bei euch nichts gewinnen. Ja, man kann man nicht. Weil Sie haben keine Ahnung, deswegen reden Sie ja. Ich habe die Ahnung, das ist das Problem. Nein, Sie haben keine Ahnung. Du hast keine Ahnung. Du bist ein kleiner, dreckiger Scammer. Du bist ein Betrüger. Du hast keine Lizenz. Wenn Sie meinen. Ja, ich höre dir gar nicht mehr zu. Du bist ein Betrüger. Okay. Das ist gut. Wieso haben Sie dann die Anmeldung gemacht, wenn ich ein Betrüger bin? Ja, das weiß Sie die Anmeldung gemacht, wenn ich ein Betrüger bin? Ja, damit ich dich, Betrüger, ans Telefon kriege. Ich mache täglich Anmeldungen, um immer die Betrüger ins Internet zu bringen. Genauso wie dieses Video wird jetzt... Und Sie denken, Sie haben mich gefunden. Und ich weiß. Und Sie wissen. Ich weiß. Okay, das ist gut, dass Sie das wissen. Genau, ich weiß, dass du ein Betrüger bist. Aber ich bin kein Betrüger. Ich bin hier, um Ihnen weiter zu helfen. Du kannst ja das Gegenteil beweisen. Aber du willst es ja nicht beweisen, weil du keine ID hast. Du kannst keine Lizenz vorweisen. Hier geht es ja nicht um Lizenz. Doch, das geht um Lizenz. Das geht um Lizenz. Es geht um deine Glaubwürdigkeit. Und du bist nicht glaubwürdig. Hier geht es ja um Geld zu verdienen. Ja eben, aber nicht bei eurer Firma, weil du Betrüger bist. Ich weiß ja nicht, was bei Ihnen los ist. Ne? Ich weiß genau, was bei dir los ist. Vielleicht haben Sie schlechte Erfahrungen. Nein, ich habe keine. Ich habe sehr gute Erfahrungen. Weil ich bin Scambaiter. Ich habe sehr gute Erfahrungen. Immer nur mit denselben Betrüger wie dir. Okay, woher haben Sie so gute Erfahrungen? Ich verstehe ja nicht. Ja, ich haben Sie ja Geld investiert. bei Betrügern? Nee, ganz bestimmt nicht. Ja, bestimmt schön. Wenn Sie ja so sagen, wenn Sie sagen, Sie sind ein Betrüger, dann... Nee, Sie sind schon ein Betrüger. Sie Geld investiert haben. Hör mal, du bist der Betrüger. Ich bin kein Betrüger. Doch. Ich bin kein Betrüger. Sie können auch nicht mal sagen, falls ich bin kein Betrüger, weil Sie kennen mich nicht. Falls du es immer noch nicht kapiert hast, du kannst das Gegenteil beweisen, indem du mir deine Lizenznummer gibst. Du hast keine Lizenz, also bist du ein Betrüger. Punkt. Ich kann es Ihnen nur beweisen, sobald Sie die kontaktiviert haben. Ich kann dir beweisen, dass vom Hochhaltsspringen nicht tödlich ist. Versuch's doch einfach mal. Okay. Spring doch einfach mal vom Hoch raus. Ist nicht tödlich, habe ich gehört. Das geht mich gar nicht an. Ja, genau, so geht mich dein Betrug nicht an. Nein. Du bist ein Betrüger und ein Lügner. Warum soll ich bei dir Geld investieren? Du kannst es nur beweisen, indem du mir deine Lizenz gibst. Sie investieren doch kein Geld für mich. Doch, Sie natürlich, auf eurer Plattform. Auf eurer Plattform. Und somit ist mein Geld weg. 250 Euro, was Sie investieren, gehe ich eine Nacht essen. Ja, schön, dann geh doch mal essen. Für mich sind nichts. Wenn du in so einem armen Callcenter arbeitest, du bist ja auch nicht in England, wenn du als Russe in irgendeinem Callcenter arbeitest, dann kannst du über 250 wesentlich mehr machen. Du bist ein ganz, ganz schlechter Betrüger, richtig. Ganz schlechter Betrüger. Ja, richtig. Okay, wenn Sie meinen, dann das weiß ist ja schon ungut. Das weiß wenn ich. Wenn Sie meinen, dann ist ja schon ungut. Das weiß aber für mich ich. Sind ja 250 das ist keine Euro Meinung, das nicht. Ist ein Wissen. Heutzutage sind ja machbar. Ja, ne? Für dich nicht. Für dich nicht, sonst würdest du ja nicht in einem Callcenter arbeiten und die Leute betrügen. Nee, ich arbeite hier, also ich bin ja hier, um Ihnen zu helfen. Ich arbeite hier. Lern doch erstmal vernünftig Deutsch. Du stammelst zurecht. Du bist so erbärmlich. Ein so erbärmlicher Betrüger. Sie sind aber auch besser. Ne? Sie haben ja gute Erfahrung. Genau, ich falle nicht auf Betrüger wurden Sie wie dich auch betrogen, ein. Ne? Deswegen wurden Sie auch betrogen, weil Sie haben so viele Erfahrungen. Von wem werde ich denn betrogen? Von wem denn?
Ja, keine Ahnung, dass ich ja so gute Erfahrungen habe. Ja, eben, ich habe gute Erfahrungen mit Betrügern genau. wie dir. Ich stelle Videos okay. ins Internet, um die Leute vor Firmen wie dir zu warnen. Machen Sie weiter. Mach Verdienen ich auch. Sie da irgendwas? Mach ich auch. Natürlich, irgendwas? Natürlich. Lohnt sich das? Natürlich. Lohnt sich das? Natürlich. Soll ja, ich es nochmal wiederholen? Natürlich. Sie verdienen keinen Cent davon. Keinen Cent davon. Du hast keine Ahnung, was ich verdiene. Du hast keine okay. Ahnung. Okay. Ja. Wenn Sie so viel verdienen, dann könnte auch für Ihnen die 250 Euro gar nicht sein. Ach, und also deswegen, meine Meinung nach. Deswegen schmeiße ich mein Geld aus dem Fenster. Bei einem Betrüger. Nein, nein, nein. Du bist so komisch. Du bist so lustig okay. und so schlecht. Okay. Wenn Sie meinen, dann ist ja gut. Das weiß ich. Ich weiß es. Sie du weißt gar nicht. Du weißt gar nicht, wie oft ich schon mit deiner Firma telefoniert habe. Okay. Ah, okay. Gerade ja vor gut. 3 Minuten okay. noch, bevor okay. du angerufen hast, habe ich auch wieder mal Top Tier Capital am Telefon okay. gehabt. Und was juckt mich das? Was juckt mich das? Das ist mir das relativ mir egal. Mit wem Sie reden? Das ist ja. Das ist mir relativ egal, was dich juckt. Ich finde es gut, dass ich Content für YouTube habe und damit mein Geld verdiene. Okay, und wie heißen Sie denn auf YouTube, damit das ich auch mal nachschauen kann? Du bist doch so schlau, find es doch raus. Find es doch raus, du bist doch so schlau. Okay. Ja, du bist doch der Schlauste überhaupt. Was ist los? Dankeschön, dass Sie auch das sagen. Ne? Ja, ja. Ja, das genau. ist genau, ja, 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 natürlich. Du bist der Schlauste ja, genau. überhaupt. Deswegen arbeitest nee. Du in einem billigen Callcenter. Ja, es liegt mich am Arsch, in Deutschen gesagt, ne? Ja, genau. Du kannst, ja, so. Du willst am liebsten alle Deutschen dazu verdonnern und betrügen, dass sie dich am Arsch lecken. Das ist deine Ehrlichkeit. Nee, nee, du bist ein Betrüger. Nee, bei Ihnen also. Ach, bei was, Ihnen. Denn, was denn, was denn, was denn? Du bist so schlecht, du merkst haben. Es gar nicht. Du Wollen bist Sie so die Konto dumm. Jetzt aktivieren, ja oder nicht? Aber hast du es immer noch nicht kapiert? Ich werde das Konto erst dann aktivieren, wenn du mir deine Lizenz genannt hast. Okay. Ja. Das werden Sie aber später bekommen, sobald Sie die Konto aktiviert haben. Ja, genau, das ist dasselbe Motto. Du springst erst vom Hochhaus und wenn du unten ankommst, überlebst, dann habe ich recht gehabt. Okay. Genau. Also nach dem Motto, wie Sie das sagen. Du glaubst okay. allen Ernstes, dass ich bei einem Betrüger Geld investiere, der mir noch nicht mal seine Lizenz sagen kann? Okay. Nach dem Motto, wie Sie jetzt gerade sagen, wenn Sie jetzt einkaufen gehen, Sie wollen erst einmal probieren und dann kaufen oder kaufen Sie und dann probieren Sie es? Ja, nee, beim Einkaufen nehme ich die Ware direkt mit. Die muss ich nicht probieren. Bei dir habe ich ja, mein das, Geld... Das Gleiche ist ja Lass auch mich so. Ausreden! Bei Gleiche, dir ist, nee. Was ist los, kleiner Betrüger? Du bietest ja. mir gar nichts. Sie sind ja schlau. Sie sind ja, ja genau. Schlau. Zu schlau für dich, dumme genau. Betrüger. Genau. Genau, genau. Das stimmt. Genau. Das stimmt. Bei genau. deiner Fake-Webseite genau. mit Fake-Investitionen. Fake ja, ja, natürlich. Okay, klar. Okay, Fake-Investitionen, wenn Sie ja, meinen. Natürlich. Ja, natürlich. Weiß ich. Weiß ja, ich. Aber ich habe ja ein Beispiel genommen. Ja, du hast ja ein Beispiel gehen, genommen. Du solltest, dir, du solltest vielleicht Sie einen Revolver nehmen und dir den Kopf schießen. Das wäre sinnvoller für die Menschheit. Du bist einfach ich der dümmste nicht, Betrüger, der heute angerufen hat. Okay, wenn Sie meinen, dann bin ich das. Ja, ich weiß und es. Und was haben Sie jetzt verdient? Verdient? Mit dem Video. Jede Menge. Mit den Videos. Mit genau. den Videos. Das ist gut. Ja, genau. Wie viel kriegen Sie denn pro Video? Das geht Ihnen gar nichts an. Das geht Ihnen das gar nicht an. Das geht dir nichts an. Mir nicht an, doch, das geht mir an. Ja, wieso denn? Wieso sollte dich das etwas angehen? Vielleicht fange ich auch wieder an, so wie ja, Sie. Ja, dann handelt das doch selber aus. Aber dazu bist du ja zu dumm. Okay. Ja. Wenn Sie meinen. Das weiß ich. Du bist dumm. Das wissen Sie. Nein, Sie wissen gar nichts. Doch, ich Sie weiß, dass du sehr dummer so Betrüger bist. Das weiß ich. Nein, Sie wissen doch, gar nichts von mir. Doch, ich weiß ganz genau. Ja, ich weiß, dass es nicht dein echter Name ist. Okay, dass du nicht in Großbritannien wo bist. Das geht dich einen Scheißdreck an. Das geht dich einen Scheißdreck okay. an. Meine Adresse Nein, ist, meine Adresse Sie, ist genauso echt wie dein Name. Wollen Sie wirklich wissen, wer ich bin?
Nee, du wirst es sowieso nicht verraten. Sagen Sie mir einfach, wo Sie wohnen und ich komme zu Ihnen. Können Sie mich erinnern? Ja, natürlich. Meine Adresse ist genauso echt wie dein Name. Genau, ich komme dann zu Ihnen. Ja. Und dann erkläre ich das alles. Ja, genau. Dann können Sie mir ins Gesicht sagen, dass ich ein Betrüger bin. Ja, komm mal her. Komm mal her. Ja, Sie sind doch ein Mann. Ja, genau. Aber du bist keiner. Ja, komm doch mal vorbei. Ja, sagen Sie mir die Adresse. Ich komme zu Ihnen. Das ja, Reeperbahn in Hamburg. Hamburg. Richtig. Und die Straße? Große Freiheit 21. Okay, alles klar. Ja, und? Ich warte. Gut, ich notiere das. Ich notiere das ganz kurz. Ja, genau. Ganz sicherlich. Und dann komme ich zu Ihnen. Und wenn Sie so ein Mann sind, können Sie mir selber ins Gesicht sagen, dass ich Betrüger bin. Ja, natürlich, das sage ich Ihnen, ob Sie Betrüger sind oder nicht. Ich weiß, dass du ein Betrüger bist. Nein, Sie wissen gar nichts von mir. Doch, ich weiß, dass du ein Betrüger bist. Nein. Ich weiß auch gar nichts von Ihnen. Sie wissen auch gar nichts von mir. Ja, ich weiß, dass du ein Betrüger bist. Weil wenn du ein ehrlicher Mensch wärst, an einer ehrlichen Firma arbeiten würdest, dann würdest du nur deine Lizenz nennen. Machst du nicht? Deswegen bist du ein Betrüger. Deine Webseite ist falsch, aber das hast du ja nur falsch verstanden. Dein Name ist genauso echt wie mein Name. Du bist ein Betrüger. Also Sie sind auch Betrüger, ne? Ja, ich betrüge Betrüger, richtig. Ich betrüge Betrüger. Genau. Sie betrügen Betrüger. Richtig, so wie dich. So wie mich, okay? Ja. Also ich hab's Ihnen kein Geld gegeben, ne? Nein, du hast mir kein Geld gegeben, aber du wolltest mir Geld nehmen. Ich wollte es. Ja, richtig. Ihr Geld nehmen. Natürlich. Okay, und was soll ich damit? Was soll man mit Geld? Genau, mit die 200. Du bist so arm in deinem Drittland irgendwie, dass du mit 250 Euro eine Menge machen kannst. Außerdem kriegst du ja nicht die ganzen 250 Euro. Dein Chef, meinen Sie? Sagt sich die größte Summe davon ein. Du kriegst 30 Euro, wenn es hochkommt, für diesen Abschluss. Meinen Sie das? Das weiß ich. Wie viel verdienen Sie denn pro Monat? Das geht dich doch einen Scheißdreck an. Das haben wir doch schon mehrfach geklärt. Doch, das geht mir gerade an. Warum? Weil Sie haben gesagt, Sie verdienen das geht dich nichts an. Das mag dich interessieren, aber das geht dich nichts an. Doch, das geht mir an. Nein, ne? Wieso sollte dich das was angehen? Weil Sie haben gerade gesagt, dass ich nichts verdiene. Ja. Und dann sage ich Ihnen den Unterschied, wie viel ich verdiene und wie viel Sie verdienen. Ja, ich weiß, was du verdienst. Ich weiß, was du verdienst in deinem kläglichen Callcenter, richtig, das weiß ich. Okay. Wir haben schon ganz, ganz viele von euch hochgenommen. Okay. Du wirst jetzt in einem Land sein, ich denke mal so ähnlich wie Russland, wo die Polizei nicht ausliefert. Ne? Okay, Russland, ja. Das ist gut. Ja, natürlich. Ist ja ein schöner Land eigentlich, aber naja, ich komme ja gar nicht aus Russland. Oh Mann, bist du dämlich. Okay. Ich weiß alles über eure Masche. Ich weiß alles über eure Mische. Das ist gut. Ja, das ist genau. Gut, dass Sie das alles wissen. Genau, weiß ich. Sie haben keine Ahnung, aber Sie sagen alles. Natürlich, deswegen stammelst du so rum. Deswegen gibst du mir deine Lizenznummer nicht, weil ich keine Ahnung habe. Für was brauchen Sie diese Lizenznummer? Für was? Ja, für was? Du weißt doch nicht mal, wozu man eine Lizenznummer braucht? Doch, ich weiß, aber Sie... Ja, dann sag doch mal, wozu braucht man eine Lizenznummer? Sind Sie hier, um Geld zu verdienen, oder sind Sie hier, um... Bei dir, bei einem Betrüger Geld verdienen? Du hast ja keine Ahnung von dem, was du sagst. Okay, wenn Sie meinen. Ich weiß es, dass du keine Ahnung hast. Okay. Nee, du sagst, Sie wissen alles. Du hast gesagt, Sie du bist Finanzberater. Alles. Welche Ausbildung hast du? Wissen Sie eigentlich, wann Sie geboren sind? Hallo. Wissen Sie eigentlich, du hast gesagt, geboren sind? Du bist Finanzberater. Welche Ausbildung hast du als Finanzberater? Ich bin nicht Finanzberater. Doch, Finanzberater hat gerade mit Ihnen geredet. Ach, ich bin ja hier, um Ihnen zu helfen für die Kontaktivierung. Ja, natürlich. Und welche Ausbildung hast du? Welche Ausbildung? Ja, jetzt musst du wieder überlegen.
Das geht Ihnen gar nicht an. Ich muss ja gar nichts überlegen. Ihr seid so schlecht vorbereitet. Ihr seid so schlecht und dumm vorbereitet. Sie sind aber gut vorbereitet. Ja, vielleicht natürlich. Ich weiß alles über deine Videos Masche. Ich weiß deine Firma. Du bist ein Betrüger. Und wie heißt unsere Firma? Top Tier Capital. Okay. Und wenn ich sage bei Ihnen, dass es gar nicht unsere Firma ist? Ach, natürlich. Glaube ich dir sofort. Ich glaube dir doch alles, was du sagst. Ich glaube alles, was ich sage. Ich glaube Ihnen auch. Ja, siehst du. Sie sind ja sehr ehrlich. Ja, natürlich. Genauso wie du. Ich bin genauso ehrlich wie du. Komisch aber, dass am Anfang des Gesprächs Top Tier Capital gesagt wurde. Und jetzt ist es eine ganz andere Firma, ne? Natürlich. Okay. Na gut, ich habe jetzt einen Termin. Ich habe keinen Bock jetzt auf Ihnen. Ja, natürlich. Du bist entlarvt. Ist schon klar. Ja. Wie immer legen die Betrüger auf, wenn sie nicht mehr weiter wissen. Das kenne ich schon. Ja, bitte? Ja, hallo, einen schönen guten Tag. Spreche ich mit Herrn Richard Siebeneicher? Siebeneicher, ja. Kevin Ross am Apparat, Herr Siebeneicher. Wie geht es Ihnen erstmal? Alles gut bei Ihnen? Ja, hervorzüglich. Es freut mich. So, Siebeneicher, Sie haben eine Anmeldung, das gemacht bei uns. Ja, Herr Siebeneicher. Sie haben eine Anmeldung, das gemacht bei uns, beim Top Tier Capital. Sie wissen das schon, für die Online-Investitionen, Online-Handel. Ja, und? Und ich bin hier, Herr Siebeneicher, weil ich muss Ihnen dabei zu helfen, für den Aktivieren Ihrer Konto. Mhm. Also, ich weiß das nicht. Wissen Sie, für den Aktivieren Ihrer Konto, Sie brauchen ein Konto einlegen zu lassen. Die Minimumsbetrag ist die 250 Sie Euro. Sie wollen mir helfen mit Ihrem schlechten Deutsch? Sie können ja kaum Deutsch sprechen. Wie bitte? Ja, so, ich verstehe Ihnen sehr gut, Herr Siebeneicher. Ja, dann haben Sie ja verstanden, dass Sie sehr schlecht Deutsch sprechen. Und Sie wollen mir helfen in Ihrem... Also, schlechten Deutsch? Also ich komme nicht auf Deutschland. Ich bin hier nur Ihnen Sie dabei zu helfen. Sie rufen aber in Deutschland an. Und wenn Sie Deutschland anrufen, sollten Sie doch minimal Deutsch sprechen. Ja, minimal Deutsch sprechen, ich spreche ja, aber auch sehr minimal. Wenn Sie nicht verstehen, das ist nicht mein Problem. Doch, offensichtlich. Sie rufen doch bei mir an. Nein. Ja, natürlich habe ich ja, Ihnen angerufen, weil Sie haben Interesse gezeigt bei uns. Sie müssen hier nicht rumschreien. Und ich bin hier, Ihnen dabei zu helfen. Sie müssen hier nicht rumschreien. Ganz ruhig reden. So. So. Ja. Ja. Also, Herr Siebeneicher, ich habe Ihnen zweimal das gesagt. Ich bin hier, nur Ihnen dabei zu helfen, mit dem Konto zu aktivieren. Für den Aktivieren Ihrer Konto, Sie müssen einen Mindestensbetrag einlegen zu lassen. Der Mindestensbetrag, das ist die Minimum 250 Euro. Haben Sie eine schlechte Deutsch. Den Minimumbetrag einlegen zu lassen. Gott, oh Gott, oh Gott. Wo haben Sie denn Deutsch gelernt? In Deutschland. Nee, mit das Ihrer glaube Mutter. Ich nicht. Mit Ihrer Mutter. Ach, ein Betrüger. Mit Ihrer Mutter. Ein Betrüger. So. Mit Ihrer Mutter. Ich habe Deutsch gelernt. Ein Betrüger. Na, du bist heute der Dummste. Du Hurensohn. Sie sprechen. Kannst du noch andere Schimpfwörter? Hey, weil ich bin ja, Ihre Vater. Ja, du bist dumm, genau. Das hast du ja gesagt. Du bist ja dumm. Du kleines Mann, du Hurensohn. So, wo haben Sie momentan deine Mutter? Wo haben Sie momentan deine Mutter? Deine Mutter ist nicht momentan mit mir, ich du Hurensohn. So. Du bist der Dümmste, der heute angerufen hat. So. Kannst du noch andere Worte? Du hast ja nicht viel gelernt in Deutschland. Aber man versteht dich kaum, weil du so laut redest. Das versteht man gar nicht. Das Mikrofon übersteuert dauernd, weil du immer so... Ja, danke. Hallo? Ja, bitte.
Hallo, einen schönen guten Tag. Spreche ich mit Herrn Richard Siebeneicher, ja? Ja, Herr Siebeneicher ist mein Name, ja. So, Herr James Hall am Apparat, ich rufe Sie von Top Tier Capital, weil Sie haben ein Interesse bei uns gezeigt, beim Onlinehandel oder Online-Investitionen, ja? Ja, und deswegen rufen Sie an. Wie bitte? Und weswegen rufen Sie da jetzt an, weil ich Interesse gezeigt habe? Ja, Sie haben ein Interesse gezeigt beim Onlinehandel, bei uns, unser Unternehmen. Und Sie haben Ihre Daten bei uns gegeben. Und deswegen ist die Telefonleitung so schlecht. Hallo? Ja, hallo, einen schönen guten Tag. Spreche ich mit Herrn Richard Siebeneicher? Ja. Kevin Russo am Apparat, Herr Siebeneicher. Wie geht es Ihnen? Alles gut bei Ihnen? Hervorragend. Hallo. Ja, hallo. Hallo, einen schönen guten Tag. Tag. Papa Jones, mein Name. Sprechen mit Herrn Richard. Herr Richard, Richard ist ein Vorname. Richard Vorname. Aber nein, hier Richard steht, ist ein Vorname. Ja, aber hier steht Nachname. Ja, und ja, welcher Nachname steht da? Okay, Herr Richard. Herr Richard. Nee, nicht Herr Richard. Wen wollen Sie genau sprechen, bitte? Vorname und Nachname. Hier gibt es mehrere Personen, die in diesem Haus wohnen. Herr Richard, hören Sie mich. Nochmal die Frage. Vorname und Nachname bitte. Hier wohnen mehrere Personen im Haushalt. Das waren meine Erlebnisse mit den tollen Tieren. Ich hoffe, Sie haben euch ein wenig unterhalten. Danke, dass ihr mir eure Zeit geopfert habt. Am Mittwoch gibt es wie gewohnt das nächste Video für euch. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Woche, bleibt neugierig, aufmerksam und vor allem lasst euch nicht abzocken. Euer Callcenter-Crusher.